Hallo und herzlich willkommen zum Haul. Mit was fange ich an? Hier neben mir liegt ein Berg. Hier ist alles voll. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich fange an mit ein paar Sachen, die mir zugeschickt geworden sind. Ja, das mache ich. Ich bin dabei bei einem Produkttest für L'Oreal El Vital Color Plans. Das ist diese Reihe hier, die habe ich zugeschickt bekommen. Ich habe viermal das Shampoo und einmal die Spülung zugeschickt bekommen. Das ist die Serie für koloriertes oder gesträhntes Haar. Ja, ich tue meine Haare färben. Ich bin auch bald fällig, ne? Man merkt, die weißen Haare, die kommen raus. Und ja, ich freue mich, die Serie zu testen. Und dadurch, dass ich so viele Shampoos zugeschickt bekommen, werde ich auf jeden Fall einer in einem Paket für euch auf die Seite legen und irgendwann kommt wieder so ein Bing, Verlosung. Es ist alles recycled Plastic. Das hat mich sehr interessiert an diese neue Reihe oder wie auch immer. Es gibt vier neue Produkte. Es gibt die Öl Care. Ja, ich kenne mich nicht auswendig aus, also da kenne ich mich nicht so gut aus. Wie gesagt, aber ja, richtig geil, freue mich sehr. Wie gesagt, ich brauche nicht alle vier Shampoos, weil mein Gott, ich kann es mir auch nachkaufen. Von daher, ich möchte auch jemanden von euch, mindestens einer Person, eine Freude machen und dieser Shampoo verlosen. So, dann habe ich zwei mega Produkte, aber zum ersten zu dieser Produkt hier. Das ist von Yelf Pure Hyaluronic Acid. Man merkt, es war proppenvoll und man merkt, ich habe was davon benutzt. Ich benutze es aktuell, als ich das Video drehe, ich benutze es schon seit einer Woche. Leute, ich trage kein Make-up. Ich habe nichts auf meine Haut, gar nichts. Ich benutze keinen Filter, weil ich kenne mich sowieso nicht aus. Nee, Quatsch, aber ich habe keinen Filter. Das Einzige, was ich habe meine Augenbrauen gemacht. Wimperntusche trage ich, ne, von Kat Von D. Trage ich diesen Eyeliner, dieser Mini, was wir zum Testen zugeschickt bekommen haben, und Wimperntusche. Und das war's. Und ich finde, ich bin fast 40, Leute. Also, das kann ich euch richtig empfehlen. Ich hoffe, ich vergiss es euch nicht zu verblenden in die Infobox. Ey Leute, mega. Ich habe es vor einer Woche zum ersten Mal getestet. Ihr braucht, das ist eine dickflüssige Konsistenz. Seht ihr das? Ja. Ihr braucht, also ich für Gesicht, Hals und Dekolleté, ich brauche 1,5 Pumpstöße. Steht hier drauf, dass man das gleich nach, ja, empfehlen, dass man die ganze Serie nimmt. Aber das, wenn das Gesicht Wasser noch feucht ist, dann gleich mit dem Serum. Pop, 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 pop. Ein bisschen wird es weißlich, aber pst, dann ist es gleich in die Haut reingezogen. Pappt ein bisschen, jetzt nicht. Und danach gehe ich mit meiner Feuchtigkeitspflege. Das ist aktuell das hier, weil ich das teste. Aber ich habe es einen Tag mit meiner regulären Pflege, was ich noch da übrig gehabt habe, weil das habe ich aufgebraucht. Leute, also es ist gleich in die Haut reingezogen, die Creme und fertig. Und meine Haut hat sich sowas von verbessert. Ja, ich habe noch meine Falten, aber die sind nicht mehr so tief irgendwie. Ich bin mega, mega begeistert. Kostet auf Amazon 17 Euro, sind 30 Milliliter drin. Und die Inhaltsstoffe, Hyaluronic Acid und Phenoxyethanol. Das ist irgendein Konservierungsstoff und Hyaluronic Acid. Also, ich bin mega begeistert. Wenn ihr sowas sucht, also bei mir funktioniert es. Ich kann es niemandem, ne? Ich kann nicht sagen, ja, vielleicht funktioniert es bei mir und bei euch. Ja, es ist so. Ne? Ich kann nicht sagen, ja, beste Produkt ever, kauft euch alle oder so. Jeder soll für sich selber entscheiden. Aber wenn ihr auf der Suche nach einem Hyaluronsäure Serum seid, ich freue mich sehr, dass ich das zugeschickt bekommen habe.
Das ist mega. Ich benutze es auch fürs Tag und fürs Abend. Top, top, top. Und ich mag meine Haut. Ich schaue mich in Dings, in der Spiegel. Ich mag meine Haut richtig gut. Ich trage kein Primer, kein nix. Momentan habe ich auch noch ein bisschen Farbe übrig im Gesicht, weil ich Sommerbräune habe. Aber nix, 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 nix. Ich trage seit einer Woche keine Schminke außer Mascara und Dingsbums und Augenbrauenstift. Richtig, richtig. Schaut's euch mindestens an. Oder schaut's euch noch Reviews auf YouTube oder Instagram. Top. Kommt mit dem Pumpspender. Sehr schön zum Drücken. Ja, richtig geil. Ich freue mich total. Ich glaube, ich werde so ein Routine-Video irgendwann mal drehen. Dann habe ich, und da habe ich mich auch sehr gefreut, die heiß gelobte CeraVe Feuchtigkeitslotion für trockene bis sehr trockene Haut bei parfümfrei mit 3 Ceramiden und Hyaluronsäure. Also auch noch dazu. Die ist richtig gut. Die riecht nach gar nichts. Hat eine tatsächlich wie eine Bodymilk. Das kann man auch auf dem Körper verwenden, aber ich will es nicht verschwenden. Kostet, meine ich, bei Look Fantastic um die 8 bis 10 €, aber hier sind 236 Milliliter. Also das kommt mit einem Preis für 50 Milliliter bei, sage mal, 2,50 €, wenn nicht einmal, weil da sind 236 Milliliter. Also richtig geil, Preis-Leistungs-Top. Super, zieht sofort ein. Wie gesagt, ich benutze die in Kombi seit einer Woche, morgens und abends. Wobei ich sagen muss, abends, ich würde mir ein bisschen mehr Pflege vielleicht wünschen, aber ich teste es weiter. Beide Produkte teste ich weiter, aber bin momentan von dieser Kombi und mit den anderen Sachen, die ich benutze, bin ich echt begeistert. Vielen lieben Dank an CeraVe von Schicken mir, für Schicken mir das. For sending me this. Also, dass ihr mir das zugeschickt bekommen habt. Leute, das ist kein Deutsch. Aber ihr wisst, was ich meine. Richtig, richtig geil. Wenn ihr Probleme habt, es ist, wie gesagt, aktuell eine richtig, richtig gelobte Marke. Skincare by Hyrum schwört immer davon und kann ich empfehlen, weil ich bin zufrieden damit. Aber ich denke, das wird mir nicht reichhaltig genug sein, aber die haben auch Cremes in der Tube und so oder in Pöttchen. Ja, ich überlege, ich werde, weil ich habe noch genug Proben und Nachtcremes zum Benutzen da. Ich werde schauen, also sage mal, vielleicht einen Monat alles benutzen und dann werde ich umstellen und mal schauen, wie meine Haut sich anfühlt und ob ich das richtig merke oder nicht, aber bis jetzt kann ich es nur empfehlen. So, die zwei, drei Sachen habe ich zugeschickt bekommen. Dann war ich heute aktuell, wo wir sprechen, war ich im Müller, weil es gibt eine Aktion auf die Elizabeth Arden Creme. Es gibt eine Müller-App, fang mal so an. Und aktuell, als ich das Video drehe, gibt es einen Coupon für 62% auf diese Creme. Aber das hat die App nicht angenommen. Trotzdem habe ich einen Rabatt für diese Elizabeth Arden Creme, die eigentlich um die 40 oder 60 € kostet, weiß ich nicht. Genau, die ist jetzt im aktuellen Angebot für 14,95 €. Und dazu, na, ich kann es nicht auspacken. Dazu habe ich einen Rabatt von 4,03 €, ich weiß nicht warum, bekommen. Dann hat die nur noch 10,92 € gekostet und ich habe meine Blüten eingelöst, weil die reden in Blüten und nicht in Punkte. Und ich habe gesagt, ja, okay, für was weiß ich, für noch 5 € etwas, nimm es halt mit. Und ich werde sowieso nochmal hingehen, wenn diese Aktionwoche fertig ist und die nicht mehr in Angebot für 14,95 € ist, sondern reduziert wie immer für 20, 19,95 € oder so. Dann werde ich nochmal versuchen, den Rabatt einzulösen, 62%. Dann kommt die Creme wieder auf 6 € etwas. So,
Und ich habe mich für die Visible Difference Replenishing Hydrogel Complex, da, diese hier. Hier sind 75 ml. Ich weiß, Elizabeth Arden ist eigentlich eine sehr gute Marke. Ich habe diese Kapseln gehabt, die ich auch gerade von der Tante bekommen habe. Ich kann die nicht aufmachen. Der Tiegel ist richtig schön und die möchte ich auf jeden Fall testen. Auf jeden Fall. Also, ja. Es ist ein Glastiegel, aber ich kann es euch nicht zeigen, weil ich kann es nicht aufmachen. Ach doch. Doch, ich kann es. Und schaut so aus. Ich mach die nicht auf, also richtig schlicht und richtig schön. Ich mache die nicht auf, weil ich will nicht, dass das Ablaufdatum dann schon anfängt. Also ich will die nicht anbrechen. 12 Monate ist die haltbar. Und ich habe geschaut, es gibt noch eine Creme, die so im Angebot ist. Aber die hat ziemlich schlechte Inhaltsstoffe. Die hat bessere Inhaltsstoffe, die möchte ich auf jeden Fall probieren. So, Müller App, tut euch herunterladen und profitiert. Und dadurch, dass es mir diese Angebot nicht angenommen hat, ich habe gesagt, ja, aber 62% von 15 Euro sind keine 4 Euro, das sind nicht einmal die Hälfte. Und dann hat die Dame da in Müller gesagt, kommen Sie bitte mit. Und dann hat sie mir ein paar Proben in der Hand gedrückt, dass ich meine Klappe halt wahrscheinlich. Und dann habe ich die Elizabeth Arden Lift and Firm Day Cream SPF 30 Creme de Jour, also eine Tagescreme, blendet alles. Aber ich denke, das ist ein Mini-Pöttchen oder so. Da freue ich mich, ihr wisst, Proben und ich, beste Freunde. Eine 7 ml Probe. Ich breche meine Nägel nicht mit. Ich habe neue Nägel. Also ich lackiere selber. Sind keine künstliche Nägel, sind meine Nägel. Und ich erzähle euch gleich was. So. Dann hat mir die Dame noch die Vitamin C Serum mit Capsules. Also das ist ein Serum. Radiance Renewal Serum. Ich vermute, hier sind 2 Kapseln. So. Die habe ich schon mal gehabt und fand die richtig gut. Das sind die Daily Youth Restoring Serum, also ein Serum fürs Tag. Und das sind die Eye Serum, genau. Und hier ist noch eine Kapsel, denke ich. Ne, 2 Kapseln auch. So. Und noch 8 Hour Cream. Okay, der All Over Miracle Oil. Das ist ein super alles Könner, alles Macher Öl. So, und dann habe ich gesagt, okay, dann ich bin einigermaßen zufrieden. Auch bei Müller gerade gekauft, weil es aus dem Sortiment geht. Den Fresh It Up Moisturizing Primer, der geht aus dem Sortiment für 2 Euro etwas. Ich habe ihn da, aber ich verfolge die Andrea Matigliano, das ist eine amerikanische YouTuberin. Das ist eine richtig süße und richtig ehrliche Mädel. Und ich schwöre davon. Und ich habe gesagt, wenn der aus dem Sortiment geht und der so gut ist. Ja, wobei meine Haut richtig gut ausschaut. Aber ich muss sagen, egal wie gut meine Haut ausschaut, ich werde mich im Winter schminken. Weil im Winter bin ich sowas von blass. Ich sehe wie The Walking Dead. Also da muss ich mich schminken. Geht gar nicht. So, und ich habe es mir mitgenommen. Einmal nur. Aber Nee, wir sind noch nicht fertig. Und dafür habe ich die Forever Laura Biagiotti Touche d'Argent. Touch of Silver bedeutet das. Parfüm bekommen, also Probe. Und Sadigen Voltaire, Girls Can Be Crazy. Ja, klar, Proben. Ihr wisst schon Bescheid. Bei mir mit Proben geht immer. Gut, dann war ich bei Rossmann. Und von Rossmann habe ich mir folgende Sachen geholt. Jeweils diese Haarampulle, die waren richtig reduziert auf 80 Cent oder so. Und ich habe gedacht, ach komm, nimm mit. Wochenkur ohne Ausspülen. Einmal mit Hyaluron und Aloe Vera und einmal mit Cranberry-Extrakt und Acai-Beere. Und ich habe gesagt, okay, für 80 Cent lass die nicht. Ich glaube, die waren Ursprungspreis um die 4 Euro oder so. Ja, nimm die mit. Dann in Catrice Sale habe ich den One Minute Face Perfector geholt. Auch viele haben den gelobt und gesagt, okay, der geht jetzt leider aus dem Sortiment. Vielleicht kommt was Neues, ich weiß es nicht.
Also ich will es nicht verpassen. Ich will mindestens den Hype nachträglich verstehen, nachdem es kein Hype mehr ist. Für meinen Kleinen habe ich die Nenedent Kinderzahncreme mit Fluorid, weil das ist mit Himbeer-Erdbeergeschmack. Er hat die von Action, er mag die sehr, aber ich glaube, ich komme demnächst nicht mehr in Action. Und es gibt die von Colgate von Action, ne? Die hat so blaue Kügelchen, wahrscheinlich, dass die Zähne ein bisschen heller werden oder keine Ahnung. Ey, mein ganzes Waschbecken ist immer voll nach diesen Kügelchen, weil der Kleine tut sein Waschbecken nicht so gründlich abspülen und die gehen nicht so einfach weg, irgendwie komisch. Aber gesagt, ich habe keinen Bock mehr jetzt. Und wie gesagt, ich weiß auch nicht, wenn ich... Schön T-Shirt, oder? Ich weiß auch nicht, wenn ich demnächst in Action bin. Von daher, ja. Dann weiterhin mit A Sale. Ich habe mir zweimal diesen Hydrating and Perfecting Primer. Den kenne ich gar nicht. Den habe ich noch nie benutzt und auch nicht viel dafür. Also ich habe es nie gesehen in irgendeinem Video oder so. Habe mir zweimal genommen. Kann sein, dass ich einer verlose. Ich weiß es noch nicht. Man muss das shake, shake, shaken. Ja, ich sage, okay, nimm es mit. Was auf jeden Fall nachgekauft werden müsste, das ist, ich verstehe nicht, warum die aus dem Sortiment diesen Primer nehmen. Ich verstehe es nicht. Das ist so ein guter, top, top Primer. Das ist für mich genauso gut wie den von Becca, den Backlight Priming Filter. Sieht genauso aus. Ich habe schon mal benutzt, mehrmals. Ich habe es mir nachgekauft. Ich überlege, ob ich einer verlose oder nicht, weil der ist so was von gut. Mega, mega. Wenn ihr noch irgendwo diesen Primer seht, kauft ihr euch. Dann habe ich gesagt, okay, also unsere Theke war fast voll in Rossmann. Und dann habe ich mir zweimal diese Gym Proof Tinted Day Cream, also eine BB-Cream, einmal in Light und einmal in Medium, habe es mitgenommen, weil die kenne ich gar nicht und ich werde mich schminken. Ob meine Haut so bleibt, weiß ich nicht. Es kann sein, dass diese Kombi funktioniert nur für 1 bis 2 Monate und dann ist meine Haut wieder schlecht, auch wenn ich die Produkte weiter benutze. Kann schon sein. Ich habe nie mega schlechte Haut, muss ich sehr ehrlich sagen. Na? Nie. Aber trotzdem, so gut sah meine Haut nie aus. So, einfach mitgenommen, um zu testen. Dann Setting Sprays, die habe ich alle mitgenommen, weil Setting Spray benutze ich egal was. Die habe die letzten 4 noch geergattern können. Puder, genau das gleiche. Die letzten 3 habe ich mitgenommen. Ich habe viel, viel genommen. Die letzten 2 Mascaras in Brown. Ja, ich finde eine braune Mascara nicht schlecht. Ich werde es mal ausprobieren. Ja. Und was ich noch geholt habe, ist diese Essence You Better Work Mascara. Vielleicht werde ich auch davon was verlosen. Ist ja kein Problem. Ihr wisst, ich mag auch euch was zurückgeben und ja, warum nicht. Dann gehen aus dem Sortiment dieser Nagellack erstmal, den Crashed the Party von Essence. Das ist ein holographischer und ja, musste mitkommen. Dann so einer mit diesen Plättchen. Sowas habe ich schon mal gehabt und ich habe es aussortiert, weil ich habe es nicht benutzt. Ich überlege. Ich kann mir vorstellen, dass auf weiß oder auf rosa, auf so ein helles rosa oder lila, das kann sein, dass er richtig gut ausschaut und dass es richtig schlicht aussieht. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe es mitgenommen. Und ich habe mir jede Menge von diesen Topcoat genommen. Und ihr werdet sagen, Lisa, wieso hast du dir Topcoat gekauft? Weil du schwörst auf ein Sesh-Sweet und so und bla und bla. Ja gut, 95 Cent in Angebot. Also jetzt im Sale sind 8 Milliliter drin. Was ich aktuell mit meinen Nägeln mache, ich habe etliche Schichten Topcoat. Meine Nägel sind steinhart. Wenn ich das nicht mache und ich lackiere, sage mal Basecoat, 2 Schichten Nagellack und eine Schicht Topcoat, dann sind meine Nägel sowas von brüchig, also nicht brüchig, weich.
die biegen sich sofort und die brechen. Wie verrückt. Nee. Und jetzt habe ich, wie gesagt, meine echten Nägel mit Base, Nagellack, Topcoat, Sash Vit. Ich mache 2 Schichten, manchmal 3. Dann nehme ich 1 oder 2 von egal welche Marke, also eine günstigere Marke, Hauptsache ein Topcoat, dass ich mehrere Schichten auf die Nägel habe, nehme ich das. Aktuell habe ich genau das auf die Nägel. Und dann, dass es nochmal trocknet, nehme ich wieder Sash Vit. Und das versiegelt und meine Nägel halten 7 Tage. Nach 7 Tagen muss ich es machen, weil man merkt hier, wie meine Nägel wachsen. Hier habe ich es nicht perfekt gemacht, aber gut. Wenn ich das nicht so mache, sind die Nägel mega weit brechen und adieu. Ja, ich finde, die sehen richtig gut aus. Glossy sind die auch. Ja, und ich bin mit dieser Art aktuell sehr zufrieden. Sonst hätte ich meine Nägel nicht so lang wachsen können. Ich kann nur mit Essence Top Coat sozusagen nicht anfangen, weil der trocknet nur meine obere Schicht, aber Sash Vit geht bis in die Tiefe und das stimmt. Ich habe es recherchiert und die sagen immer, Sash geht bis zur letzten Schicht und trocknet alles. Und das stimmt. Ich habe 2 Schichten von der und es war nicht trocken. Ich habe auch mit anderen schnell trocknenden Nagellackschichten, schnell trocknende Topcoats versucht. Geht nicht, aber wenn ich das in Kombi mit Sash nehme, ja. Und ich habe hier ehrlich ganz dünne Schichten, ne? Aber ich glaube, ich habe mindestens 6 Schichten. Ist auch wurscht, wenn nicht sogar mehr. Alles gut. Ich bin so zufrieden. Auch und dann tut es mir nicht leid, wenn ich so eine Flasche aufbrauche innerhalb von einem Monat, ne? Weil 1 Euro, aber ich kann mir nicht leisten, 5 Schichten Sash Vit auf die Nägel zu lackieren, dann ist es mir, also ich verbrauche viel zu viel. Und es geht mir nur ums Trocknen, zum Auffüllen benutze ich sowas Günstigeres. So. Dann habe ich in Rossmann, geht auch aus dem Sortiment, dieser Badesalz, Cuddle Me, sieht so niedlich aus. Eine Seife, die sehr gut ausschaut, Bubbles by die Fische mit tropischem Kokos. Ich habe es nicht einmal gerochen, weil ich rieche nicht mehr im Laden. Ja, riecht nach Kokos. Also für mich, Kokos ist Duft fürs Winter, weil der so süßlich ist. Ja, das kommt im Winter im Badezimmer. Gut, dann Cotonelle waren im Angebot. Irgendwann habe ich mitgenommen. Dann gibt es aktuell, wenn man 4 Produkte von WC Fresh oder General, das war das, ja, oder keine Ahnung, schieß mich tot, kriegst 2%, 2 Euro Rabatt an der Kasse. Aktuell gibt es WC Frisch in Angebot für 1,33. Ich habe 4 Stück gekauft und 2 Euro zurückbekommen. Von daher, wie viel, was, 1,33. Also dann habe ich um die 90 Cent, 80 Cent pro Stück bezahlt. Einmal blaues Wasser und kraftvolle Reinigung, violettes Wasser, nochmal, aber ist wieder blaues Wasser, aber blaues Wasser mit Blütenfrische. Ach, das ist Chlor, Magnolie, Blütenfrische und Meeresfrische. Okay. Super. Ich finde WC Frisch immer noch das Beste. Egal, ich habe auch günstigere von Action geholt und so. Dann gibt es Coupons von Tempo. Hier gibt es, ich glaube, 30 oder 50 Cent. Weiß ich nicht mehr. Riechen die noch was? Nee. Dann habe ich die geholt. Dann, es gibt von Tempo eine neue LE, die heißt Caribbean Sea. Und ich habe die letzten 2 Packungen geholt, weil es gibt noch eine Aktion, eine Rabattaktion. Wenn man Produkte von Tempo und Ceva für mindestens 9 Euro kauft, kriegt man 2 zurück. Und da habe ich zugeschlagen, ihr müsst die Produkte kombinieren, aber die Rabatte werden nicht mehr abgezogen. Also zum Beispiel hier, die 50 Cent oder 30 Cent sind nicht mehr abgezogen.
weil das geht nur eine Aktion und der Computer wählt aus die beste Aktion oder so ungefähr. Und wie gesagt, ich habe dann die zwei geholt. Ich habe dann Ceva Wisch und Weg, weil die auch im Angebot ist für 1,49. Ja, eine Packung. Ich hätte zwei Packungen nehmen können, aber ich habe noch zwei Küchenrollen da und ja, wollte nicht zu viel nehmen. Und dann habe ich so eine große beduftende Hülse. Aha, okay. So 16 Stück Frühlingserwachen. Und wie gesagt, ich habe meine 2 Euro zurückgekriegt. Alles gut, die Tempo-Dinge waren sowieso in Angebot aktuell diese Woche. Also ich bin zufrieden mit dem Preis. Und das habe ich noch von Rossmann geholt. Die sind aktuell in Angebot für 80 Cent. Die gehen aus dem Sortiment oder so. Sowas ist immer gut daheim zu haben oder in der Arbeit. Vor allem jetzt, wenn man ein bisschen hustet. Oh, schnell, schnell, schnell. Das ist Corona und lieber habe ich was daheim. So, und dann... Schau, was meine Nachbarin macht. Ach so, tu die Tonnen raus. Und dann war ich bei DM. Und bei DM, Leute, da habe ich richtig zugeschlagen. Da habe ich gepunktet ohne Ende, ohne Punkt und ohne Komma. Ich hätte insgesamt für alles, was ich gekauft habe, um die 80 Euro zahlen müssen. Aber da sind jede Menge Payback-Aktionen dabei und jede Menge, also nicht so viele, jede Menge, aber da sind 2 Produkte, wo ich mein Geld zurückbekomme und insgesamt bleibe ich bei um 28 Euro oder so für alles. Zeige ich euch gleich. Ah, von Netto habe ich noch eins mitgenommen, 80 Cent oder so und ich find den Duft so gut. Ich überlege, ob ich eine verlosen soll oder nicht. Ich überlege, aber... Kann sein, dass ich das nicht verlose, weil das ist Melone und Gurke. Aber richtig gut. Schaut bei euch in der Netto. Es tut mir leid, schade, dass ich den Rosanen nicht geholt habe. Aber gut. Was ich immer mache, wenn ich im Netto bin, schaue ich mir die Bücher an, was die immer da zum Anbieten haben. Und diesmal habe ich 4 Stück geholt. Einmal Jane Gordon, ganz ohne Männer geht das nicht. Ich denke, das wird ein lustiger Roman sein. Ja, ich lese auch auf Deutsch. Es macht mir total Spaß. Und ich finde, man rettet die Bücher. Und das mache ich. Dann Mia Morgowski. Kein Sex ist auch keine Lösung. Das, ich finde auch, das muss was Lustiges auch sein. Ja, das ist die Dame. Ja, also macht ihr das auch? Geht ihr und holt euch Bücher aus dem DM? Ich mache schon und dann gibst du ein paar Euro da rein und in die Spartbüchse und ist gut. Und dann Susan Elizabeth Phillips, kein Mann für eine Nacht. Wundert euch nicht, ich finde solche einfach zu lesende Romane richtig gut. Vor allem, ich lese viel in die Arbeit, in die Mittagspause. Und ja, dann... mit dem Geräusch und alles. Ich kann mich nicht konzentrieren auf, weiß der Kuckuck, keine Ahnung, Paulo Coelho oder so. Dann nehme ich sowas. So. Und dann habe ich was gefunden. Ey. Und ich freue mich sehr. Das ist nicht für mich, das ist für meinen Sohn, weil das habe ich schon gelesen. Das ist ein Must-Have. Schaut mal. Die 3 Musketiere. Ich sage immer, wir haben immer so gesagt, die 3 Musketiere, die waren eigentlich 4, ne? Athos, Porthos, Aramis und dazu kommt noch D'Artagnan, ne? Also die sind 4. Das ist ein Must-Have. Ich kriege Gänsehaut. Ich habe Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich habe es gesehen, dann habe ich es. Es ist ein Klassiker, das muss man kennen, das muss man lesen. Und ich habe es gesehen und oh Gott. Und schaut euch mal, ich will jetzt nicht unverschämt sein, es kann natürlich sein, dass das Buch, ich weiß nicht, wie alt ist die, aber die ist bestimmt richtig alt, weil die Blätter sind ein bisschen gelblich am Rand und so. Das ist die Auflage 2005 in München. Originalpreis 4,95. Und ich schaue mir jetzt so einen Roman an. Es ist 2008.
Also, ich will nicht unverschämt sein, aber 7,95 versus 4,95 und das ist ein Klassiker. Also, ja, sind 3 Jahre Unterschied und ich will auch keinem schlecht machen, aber ich finde, dass echte Literatur, echte Klassiker unterschätzt sind oder unterbewertet sind. Wisst ihr, was ich meine? Nur zum Spaß, mach mal das Gleiche. Das ist, ja, das ist was Älteres, kostet 12,90 D-Mark. Das ist aufs 95. Und das hier kostet 8,95 und es ist aus 2008. Ne? Und Alexandre Dumas ist 5 Euro. Naja, ihr versteht, was ich meine. Also, ja, klar, du musst in bestimmter Laune sein. Ich muss das lesen. Ich muss das für die Schule lesen und ich muss das in die Uni auch lesen. Ja, ne? Es war ein Muss, aber ich finde es trotzdem, das ist ein Must-Have. In jedem Mann seine Bibliothek müssen ein paar Highlights sein, mindestens. Und ja, ich freue mich, aber das geht mir nicht mehr aus dem Haus raus. Oh mein Gott, 31 Minuten. So, dann fangen wir mit dem Haul an. Das habe ich auch bei der Netto geholt. Diese Nau-Spülmittel, ich werde es mir anschauen. Ja, es gibt auch eine andere Duftrichtung und es gibt momentan in die Rossmann-App ein Coupon dafür. Da muss ich mir das anschauen. Vielleicht ist es gut. Hier sind 550 Milliliter ohne Mikroplastik und die Flasche ist 100% recycelt. Ich bin ein Ferienmädchen, das stimmt und ich glaube nicht, dass es sich ändert irgendwann. Aber ich wollte es unbedingt probieren, war bei Netto für 1,11 € glaube ich. Und in der Rossmann-App gibt es auch ein Coupon und da kommt man auch um 1 € etwas. Es gibt noch eine Variante ohne Duft und eine mit Mandelduft, aber das haben die nicht in der Netto gehabt. Von daher habe ich das nun genommen. Gut, ich zeige euch die zwei Produkte fürs Cashback, das ist einmal den pflegende Biohanf Feuchtigkeit und Aufbaugel-Creme. Da kriegt man von Garnier sein Geld zurück. Und die Antifalten-Schlafcreme, ja? Nachtcreme zum Testen auf jeden Fall geht immer. Und es kann sein, dass die gleich in meinem Badezimmer landet. Mal schauen. Ja, dafür kriegt man sein Geld zurück. Ich glaube, die war 7,95 und die 8 oder 9 €. Egal. Die Palette geht auch aus dem Sortiment und die fand ich richtig schön. Die mache ich nicht auf. Das ist das Spicy Rust von Catrice. Ich fand ich richtig schön. Da haben wir gesagt, okay, die nehme ich mit für euch. Tu mal auf die Seite. Dann mach mal irgendwann ein schönes Paket raus. Es gab jede Menge Punkte, jede Menge Coupons. Punkte auf Balea, wenn man über 10 € gekauft hat, insgesamt hat man 5 € sowieso. Also mega, mega, mega Aktionen bei DM. Und ich habe mir dann von Balea der zarte Reinigungsschaum, ich weiß nicht, ach, da ist der Deckel. Zarter Reinigungsschaum. Ich habe die von Rossmann, gefällt mir richtig gut. Die von Müller gefällt mir noch besser. Die bläuliche habe ich gerade in Benutzung. Ich habe noch eine, die Vital von Cadavera von Müller. Und ich habe mir nachgekauft die von Rossmann mit, ich glaube, das ist die Sensitiv. Aber die, ich habe gedacht, okay, probier mal auch die aus. Sei nicht unverschämt. Ne? Flaschenkörper aus 97 Recycling Material ohne Verschluss. Ja, damit reinige ich mein Gesicht richtig gut, also mit Reinigungsschaum. So, es war vor ein paar Jahren nicht so. Einmal Desinfizierungsmittel habe ich mir auch geholt. Es gibt immer Prozente auf Balea irgendwie. Auf Balea Produkte gab es. Oder Punkte, ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich ein Desinfizierungsmittel noch mitgenommen, weil ja, wer weiß, was noch kommt. Eine Hydrogel-Gesichtsmaske habe ich noch geholt. Bin gespannt. Es ist so eine zweiteilige Maske. Finde ich cool, finde ich interessant. Wird ausprobiert.
Dann gab es auch dort bei WC Frisch, wenn man 3 Produkte gekauft hat, ich meine, dass ich da insgesamt entweder Rabatt oder so, ich habe den Kassenzettel nicht dabei. Der muss, ich weiß nicht, ob der doch, Moment, es kann sein, dass er doch in meinem Geldbeutel sich noch befindet oder nicht. Das kann alles sein. Doch, ich hab's. Ich hab's. Auf Balea gab es 20-fach. Also deswegen habe ich so viele Produkte von Balea. Auf WC Frisch gab es 1 Euro, wenn man 3 Produkte gekauft hat. Und dann habe ich gedacht, okay, damit kann ich leben, weil WC Frisch in DM 1,95 Euro. Ich habe gedacht, nee, das ist mir zu teuer. Ich habe dann 2 Sparpack-Dinger, Ersatzdinger genommen und das hier. Ich weiß es nicht so gut wie die anderen, aber ich habe gesagt, ja, okay, für jetzt diese Preisdifferenz geht's. Dann, es gab noch eine Aktion, wenn man Produkte von Swiffer, Febreze, Meister Proper und so weiter in Wert von 10 Euro gekauft hat, hat man 3 Euro zurückbekommen. Da habe ich zugeschlagen und dann habe ich, haltet euch fest, Meister Proper Ultra Power Antibakteriell, weil Meister Proper Badreiniger gab es nicht mehr. Ich habe die letzten Flaschen geholt. Und dann habe ich das auch zum Testen mal mitgenommen. Genau. So. Bei mir geht das sowieso eine Flasche. Also, ja, ich will nicht lügen. Ich kann nicht sagen, dass eine Flasche pro Woche, aber eine Flasche pro Monat tue ich sowieso auch brauchen. Dann habe ich auch Anti-Kalkreiniger genommen, weil... Mit Febreze, weil der normale kommt mir nicht mehr ins Haus. Außer es gibt ein Angebot, was weiß ich, kaufst 3, kriegst 2 zurück, 2, ne, bezahlt. Ja, und ich habe gesehen, dass das ein Febreze-Duft drin sein soll. Habe gesagt, okay, dann ja, kann man nehmen. Probieren wir. Der ist aber ziemlich teuer. Und ich glaube, das war's aus dieser Aktion. Genau. Und da haben wir die, wie gesagt, die 3 Euro zurückbekommen. Von Sios gab es auch eine Rabattaktion. Man hat 2 Produkte von Sios gekauft und 1,50 Euro zurückbekommen. Und dadurch, dass Sios, sag mir, wo der Sios sich befindet auf meinem... Sios, genau, ganz vorne. Eine Flasche kostet 2,25. Ich habe 2 geholt und 1,50 Euro zurückbekommen. Shampoo geht immer für feines, plattes Haar, für Volumen. Ich habe mir gedacht, ja, Volumen kann ich immer gebrauchen. Wobei ich mit meinen Haaren auch ziemlich zufrieden bin. Ja, deswegen habe ich auch diese Chance genutzt. Nicht vergessen, auf meinen gesamten Einkauf gab es noch... keine Ahnung, wie viele Punkte. 15-fach noch dazu. So, dann die nächste Aktion, was es gab. Auf Nivea. 2 Nivea-Produkte und man hat dann 1 Euro bekommen. Und dann habe ich mir, nicht mehr persönlich, ich habe 2 Duschgele geholt. Einmal Baby It's Cold Outside, der geht aus dem Sortiment. Für 75 Cent und einmal für meinen Mann, das für 1,35 Euro. Und wir haben sozusagen 50 Cent pro Stück bezahlt, weil 1 Euro zurück. Ich fand es richtig gut. Dann die nächste Aktion, Wahre Schätze. Auf Wahre Schätze gab es 20% und ich habe gedacht, okay, die Wahre Schätze Haarkuren sind ziemlich gut. Dann habe ich das genommen. Die Garnier Bio, nee, welche, wo bist du? Ich habe was anderes gesehen. Ach so, für 3,25 und dazu 20%.
Ist okay, es war kein Muss, aber ich wollte es nehmen. Punkt. Was habe ich noch gemacht? Palmolive-Duschen waren auch für... Palmolive-Duschgel war auch für 20% reduziert. Und dann habe ich diese hier genommen. So Luminous Duschgel mit luxuriösem Öl. Oh ja. Oh, riecht das gut. Also man hätte mir gesagt, das wäre ein Duschgel zu einem Parfüm von Lancôme zum Beispiel, hätte ich geglaubt. Richtig geil, richtig, richtig gut riecht das. Und der soll auch pflegen sein. Der kostet übrigens 95 Cent und minus 20%. Ja, Wetzefrisch habe ich euch erzählt. Maybelline. Maybelline, was habe ich von Maybelline geholt? Ein Nagellack. Wo ist er? Nee, ich sehe es nicht. Habe ich es nicht in der Tasche? Ja, es kann sein, dass ich den schon rausgeholt habe. Auf Maybelline gab es auch Coupons und zwar 20%. Dann CD. Von CD gab es auch ...20% bei CD und dann habe ich mir für diese Deo Pflegestick entschlossen in der Wasserlilie. Ich habe von CD diese diese Deo Creme bekommen, aber ich muss da rein, ich muss mir eine Methode überlegen. Habt ihr diese Deo Creme schon benutzt, probiert? Wie macht ihr das? Weil ich habe mir überlegt, wenn das hier leer ist, dann nehme ich einfach einen Brocken von dieser Dings, zerquetsche es da rein und ich benutze es so. Und dann habe ich das zweckentfremdet sozusagen und ich tue diese Deo-Creme rein. Weil ich habe schon, ich habe lange Nägel, ich kann nicht da rumrühren mit meinen Händen. Es mag ich nicht. Lenore. Lenore habe ich in der App einen Coupon für Lenore Pods in Sensitive. Ich liebe Lenore Pods. Und da gab es einen Coupon für 2 Euro und das habe ich eingelöst. Lenore kostet 4,55 und minus 2 Euro für 2,55 habe ich das geholt. Ja, 18 Waschladungen. Da kommt noch was dazu zu meiner Sammlung. Genau. Dann gab es auf Sauber 20% und dann habe ich für den Kleinen das geholt. 2-in-1 Dusse und Shampoo. Ja, von Sauber steht keine Duftrichtung. Ah, das riecht frisch. Ja, das könnte ich auch nehmen. Das riecht frisch. Ja, frisch. Nach was kann ich nicht sagen? Dschungelfrüchten. Aber riecht frisch. Ja, von daher dürfte er sich auch mal freuen. Ich habe diesen 5-Euro-Coupon eingelöst. Ja, genau. Und zu dieser Meisterpropper-Geschichte-Aktion habe ich mir nochmal den Fairy in Jasmin Pink Blüte, als hätte ich nicht genug Fairy da. Ja, ich habe es einfach mitgenommen. Langhaarmädchen gab es auch in Aktion. Ich muss schauen, was war mit diesem Coupon. Da gab es was. Ach genau, 20 Fachpunkte auf Langhaarmädchen. Deswegen habe ich diesen Conditioner genommen mit Acai-Beere und Acerola. Auch Volume Boost. Warum ich den genommen habe, der geht aus dem Sortiment. Für 4 Euro etwas hätte ich es nicht genommen. Aber für 2,95 Euro, ich habe gedacht, okay, nimm es halt mit und probier's mal. Weil das ist eine neue Marke, alle schwören davon. Ja, riecht gut. Fruchtig, ja. Hab's getestet, dann habe ich das entdeckt und gleich aus im Kofferraum runter, ist mir runtergefallen und dann ist der Dings hier geplatzt, aber das hält noch. Schönheitsgeheimnisse, leichte Bodylotion mit Melonenduft. Als hätte ich nicht genug, aber ich habe es gesehen mit Melone. Ich habe 1 Euro gesehen, geht aus dem Sortiment. Ich habe gesagt, nee, Melone, muss ich nehmen. Und wie gesagt, es gab sowieso 20-fach auf Balea, dann habe ich es genommen und gut ist, ich habe 9 Punkte dafür bekommen. Yay! Dann habe ich ein Handspray von Balea geholt, auch wegen Balea und weil
im Auto, wenn ich einkaufen gehe mit der Maske, ich habe so eine zum Waschen, also mehrere zum Waschen. Und zum Beispiel, ich gehe einkaufen nicht nur in DM und das war's. Ich gehe in DM, dann gehe ich vielleicht noch im Rossmann, dann gehe ich noch über Lebensmittel kaufen, dann gehe ich einfach im Auto, sprühe ein bisschen meine Maske auf beide Seiten und gut ist, ne? Also wenn ich nach dem Einkaufen komme, nicht nach Hause, sondern im Auto steige. Ja, und dann mache ich das und ich finde es sehr praktisch und deswegen habe ich mir was geholt. Ich habe noch was von Isana, sind kleine, so kleine Sprays und habe gesagt, okay, dann nehmen wir was mit. Und ich habe mir die intensive Tönung für, nee, hält bis 24 Haar Wäschen von Reel in dunkelblau. Ich kann mir nicht erinnern, dass ich das schon mal probiert habe. Ich habe gesagt, ich werde versuchen mit solcher Tönung, wenn mir das 3 Monate hält, weil ich meine Haare maximal zweimal pro Woche wasche. Zweimal pro Woche bedeutet, hier ist heller, hier ist dunkler, oder? Oder sehe ich es nur von Licht her? So, keine Ahnung. Na, das bedeutet 8 Mal im Monat ungefähr. Ja, das wären 3 Monate. 2 Monate, wenn es mir hält. Kostet 1,45 €. Kaufe ich es mir nach. Aber ich bin gespannt, ob das tatsächlich, ja, was taugt. Mal schauen. Habt ihr das probiert? Schreibt mir in die Kommentare. Und von Catrice Sale habe ich mir die Glow Illusion Loose Powder in Translucent Radiance. Ich habe es schon mal da. Vielleicht verlose ich es, vielleicht nicht. Mal schauen. So, das war's. Wir reden seit 46 Minuten. Ich habe es wieder getan. Es ist viel Haushalt dabei, wie gesagt. Meine Empfehlung, benutzt Coupons, benutzt Coupons. Wie gesagt, für alles habe ich hier 62 Euro. Nee, es hätte normalerweise 69 € sein sollen. Dann mit ein paar Coupons habe ich 62 nur noch zu bezahlen und mit Payback und so weiter 42. Dazu kriege ich mein Geld zurück für die 2 Garniers Produkte. Und von 42 kriege ich noch, ja, sag mal, 16, 17 Euro zurück. Und macht Spaß. Macht Spaß, Couponing macht Spaß und mir macht Spaß. Und aktuell muss ich ehrlich sagen, ich mag DM besser als Rossmann, wegen dieser Coupons. Es war dieser 5-Euro-Coupon-Cashback. Jetzt gibt es wieder dieser 5-Euro-Coupon in Cashback. Benutze ich. Auch wenn ich gehe und kaufe, was weiß ich, was ich zum Beispiel nicht momentan brauche, aber ich löse es ein und kaufe vielleicht Spülmittel oder Waschmittel oder keine Ahnung, ich weiß, das ist Consumerism, die möchten, dass wir kaufen, aber ich verschenke es auch nicht. Also ich kaufe für 10 und kriege 5 gleich Rabatt. Egal, jeder muss für sich selber entscheiden. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns demnächst und bleibt immer dabei. Klickt auf dem Bell, auf dem Klingelsymbol, dass ihr wisst, vielleicht kommt demnächst wieder eine Verlosung in irgend von meine, eine von meinen Videos versteckt. Ja. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann nicht. Und ich bedanke mich. Viel Spaß beim Kaufen, viel Spaß beim Sparen und bis zum nächsten Mal. Ciao!